Wolfenstein New Colossus haben ihr besser bewertet als Wolfenstein New Order. Und warum ich das nicht ganz so sehe, erkläre ich euch hier in diesem Video direkt nach dem Intro. Wolfenstein The New Order hat mich mächtig begeistert. Angefangen mit dem Ansturm auf General Totenkopfs Basis, geil mit dem Anflug und Tutorial im Transportflugzeug, bis hin über die genial inszenierte Erklimmung der Festungsmauern und dem schockierenden Aufeinandertreffen mit Totenkopf höchstpersönlich. Und dann nach gefühlten 1-2 Stunden erstmals das Titellogo. Geil! Die intensive, emotionale Schlacht in der Nervenklinik von 1960 und das Kennenlernen mit Anja und ihrer Familie. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Der Zugfahrt mit Frau Engel und ihrem Bubi. Die Befreiung der Widerstand-Buddies aus dem Gefängnis. Die London-Missionen. Geigen Sie es nicht, okay? Dem Nautiker-Ding. Apropos auch dieser weitläufige, abwechslungsreiche Trip durch die Mondbasis. Selbst die Gibraltar-Brücken-Mission rockt. Saubande! Was ich bei Wolfenstein 2 ziemlich bemerkenswert fand, war die Rollstuhlaktion, dass man halt im Rollstuhl darum rollt und ja, mit der MP auf die Gegner ballern kann. Ich will ein Gummibärchen haben. Und daneben auch noch vielleicht diese geniale Scheiße, was ist da los hier? Dann vielleicht noch die sauschnelle unterirdische Zugfahrt oder der Ritt auf dem Panzerhund. Und zu guter Letzt noch die Hammerfaust. Oh mein Gott! Ja, Jesus, Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette! Dass ich das noch erleben darf! Das ist... Okay. Ich werde kurz hier drin bleiben. Viel Erfolg. Die Hammerfaust ist eine noch geilere Basis als der eh schon coole Unterschlupf vom Vorgänger. Dank spaßigem Trainingsparcours, Wolfenstein 3D-Automat und noch größerem Umfang. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, scheiße! Alle übrigen Levels, die mir im Kopf geblieben sind, fallen eher klein aus und sind eigentlich nur interaktive Zwischensequenzen ohne großes Gunplay, beziehungsweise mit wenig Gunplay. Waren Sie beim Geschichtsunterricht? Natürlich, Sir. Gut. Wie die Undercover-Mission als Feuerwehrmann in Roswell oder der Rückkehr zu BJs Elternhaus. Die anderen Missionen von Wolfenstein 2 sind zwar nett, fallen aber im direkten Vergleich zu denen von Wolfenstein 1 deutlich ab. Die Stage im atomar verseuchten Manhattan, speziell wo man am Ende den New Yorker Widerstand im Hochhaus entdeckt, ist fast schon enttäuschend. Da reicht mir endlich dieses riesige Gebäude, aus dem er hätte schon allein... Kinder. Du erreicht mal dieses riesige Gebäude, aus dem allein hätte man schon können geile Levels machen. Und dann kommt so ein blöd Cutscene. Echt? Du gehst ohne Rinn und auf einmal kommt ein Cutscene. Und du siehst nur, wie BJ Blazkowicz oben, direkt bei dem Grace, also bei dem Widerstand, aufkreuzt und fast den Kopf weggeballert kriegt. Oh Mann, ich habe gedacht, das Haus wäre so hoch. Das Haus ist so groß! Und so hoch. Aber es passiert nichts. Das ist so unglaublich furchtbar. Verstehst du mich wenigstens? Nee. Ja. Doch, ich verstehe dich. Das ist wie mit meiner Gummibärchentüte. Und ich denke mir, geil, rote Gummibärchen en masse für mich. Was ist? Nix. Sind kaum rote drin. So ging das dir mit dem Haus. Ja. Schon also mehr erwartet. Und das ist nicht das einzige Level. Das ist aber ein Paradebeispiel jetzt. Klassisches Indiz für Zeitmangel beim Game Design. Ohne die insgesamt über 3 Stunden dauernden Zwischensequenzen wäre New Colossus nämlich ein ganzes Stück kürzer als sein Vorgänger gewesen. Aber Story und Cutscenes sind gerade auch eine der Stärken von Wolfenstein 2. Ihr seht die Brust von Grace entblößt, da sie ihr Baby stillt. Noch mitreißender, schockierender, unterhaltsamer. Wahnsinn! Sag Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Dabei war New Order darin schon spitze. Dafür, finde ich, hat New Order die besseren Fights. Gerade auch gegen größere Bossgegner, wie zum Beispiel dem Navi von Minas Auto.
Nee, wie zum Beispiel dem Auge von London oder der Tatsache, dass der letzte Endgegner nicht eine Cutscene ist, sondern besiegt werden kann. Dagegen bietet New Colossus fast ausschließlich nur größere oder kleinere Robotersoldaten und der Panzerhund als Gegner stellt kaum mehr eine ernsthafte Gefahr dar. Good girl, Liesel. Bravo, Hund. Im Gegensatz dazu gefielen mir bei New Colossus das Gunplay und die Waffen besser. Auch wenn ich das Zurücklegen größerer Wummen hasse. Muss schon alles über Doom sein. Ich bin da ziemlich doomig unterwegs. Unter anderem durch die overpowerten Weapons gibt's bei Teil 2 aber auch einen Nachteil. Das Spiel ist im gleichen Skill-Level deutlich leichter und die Schleicheinlagen sind ein Witz. Ganz einfach, weil man sie locker flockig durch Waffengewalt umgehen kann und alarmierte Gegner lang nicht mehr so zahlreich nachstürmen wie noch bei New Order. Verbuche ich einfach mal unter der Kategorie Einsteigerfreudigkeit. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Mehr Spaß beim Gimmick-Sammeln. Auch wo die Hauptstory schon vorbei war, hatte ich dafür wieder bei Teil 2. Cool, das mit dem Knacken der Codes und dem Zurückkehren in frühere Missionsgebiete, die dann zum Teil sogar komplett anders aussehen. So ist zum Beispiel aus BJs Elternhaus eine Filmkulisse bei Nacht geworden, wo gerade ein Propagandafilm zu Ungunsten unseres Helden gedreht wird. Sie werden sie in ihrem miesen Propagandastreifen als den Bösewicht hinstellen. Tun Sie, was Sie am besten können. Geil. Weil's halt musikalisch noch einen draufsetzt und Frau Engel echt eine fiese Edskuh ist. Aber nicht für eine Hochzeit. Und General Totenkopf in nichts nachsteht, halte ich Teil 2 für genauso gut wie Teil 1. Nicht schlechter, nicht besser. Aber du hast gesagt, dass und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade. Eins noch, Machine Games. Den Standalone-DLC von The Old Blood als direkte Vorgeschichte zu New Order in Schloss Wolfenstein zu konzipieren, ist genial und macht mindestens so viel Laune wie das Hauptspiel. Aber dass sie die meisten Geschehnisse aus Return to Castle Wolfenstein und Wolfenstein 2009 komplett ignoriert, obwohl ihr Charaktere beider Spiele wiederverwertet, verzeih ich euch nie. Nie. Old Blood war fantastisch, aber der Abspann für mich dadurch nochmal so schockierend. Sie haben einen interessanten Akzent. Summa summarum hoffe ich auch mal, dass New Order wirklich für Switch veröffentlicht wird im Nachhinein. Und weil es einfach lohnt, was ein geiles Spiel ist. Und ja, weil es halt in meinen Augen The New Order, The New Colossus, Mensch, was Titel, weil es halt im zweiten Teil in nichts nachsteht und absolut seine Daseinsberechtigung hat. Ja, und außerdem will ich die ganze Trilogie. Ich will die ganze Trilogie spielen auf der Switch. Bitte veröffentlicht dieses Spiel. Danke. Tutzins. Noch mitreißender, schockierender, unterhaltsamer, der Wahnsinn. Oh Gott, ich verliere hier voll die Spur. Da erreicht man endlich dieses... Gummibärchen. Da erreicht man endlich dieses riesige Gebäude. Diese Fahrt hier, die zieht sich wie ein Kaugummi, verstehst du? Wie ein Kaugummi.